Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Gäste. Herzlich willkommen hier zu unserer Seealmeröffnung. Aber ich möchte auch erstmal unseren Ehrengast begrüßen, unseren Landrat Markus Bauer, der sich nicht nehmen lassen hat, hier dabei zu sein, heute mit uns die Hütte zu eröffnen. Ja, liebe Gäste, ich freue mich einfach, dass Sie so zahlreich erschienen sind bei uns heute Abend. Heute Abend ein besonderer Abend für uns, weil wir eigentlich ein zweites Restaurant damit geschaffen haben. Von der Idee bis zur Entwicklung sind gerade mal 8 Wochen vergangen. Ich glaube, deswegen bin ich auch heute sehr, sehr dankbar, dass wir hier so zahlreich erschienen sind und vertreten sind, weil das ist für mich gerade keine Selbstverständlichkeit. Das ist die erste große Feier für uns hier im AKMET. Wir wollten eigentlich am 12. März 15 Jahre AKMET feiern und eigentlich diesen wunderschönen Award feiern, nämlich den Holiday Check Award 2020. Das werden wir heute so ein bisschen nachholen und auch morgen und auch übermorgen. Jeden Tag ist die Hütte gut gefüllt. Und ja, und die Selbstverständlichkeit ist nicht da, weil es ging danach wieder los. Wir durften das Hotel öffnen. Und da sind wir eigentlich ganz stolz drauf, dass wir jeden Monat zulegen konnten von 80% im Juni, von über 90% im Juli und 95% im August. Hotelauslastung, die man sich wünschen würde, wenn die immer so wäre. Aber die bleibt konstant so und wir arbeiten jeden Tag daran, dass Corona uns da keinen Strich durch die Rechnung macht. Deswegen. Ja. Thank you.